Hallo und herzlich willkommen bei den City News auf LT1. Schön, dass Sie mit dabei sind. Mit März 2005 hat die AVE die oberösterreichische Tierkörperverwertung übernommen. Diese befindet sich in Regau und sorgt für eine optimale und saubere Verwertung von Tierkörpern. Gerade das Thema BSE hat gezeigt, wie wichtig eine derartige Einrichtung ist. Im offenen Kulturhaus ist kürzlich ein Event unter dem Motto Freundschaft baut auf Fantasie über die Bühne gegangen. An diesem Abend stand die Verbindung zwischen Oberösterreich und Thailand im Mittelpunkt. Erdgas ist eine Zukunftsenergie. Es ist sauber, bequem und wirtschaftlich. Viele Kunden in Oberösterreich schätzen diesen Energieträger, mit dem jetzt attraktive Förderungen in Anspruch genommen werden können.